sag mal so, der Insignia ist eigentlich die nächste Generation Opel-Oberklasse-Fahrzeug. Ein Fahrzeug, das wir praktisch so positioniert haben am oberen Ende der Mittelklasse, um das ganz konkret zu sagen. Und das natürlich diese Lücke, die wir erzeugt haben, als wir damals den Omega eingestellt haben und den Vectra nur behalten haben, war eine Lücke nach oben und diese Lücke werden wir mit dem Insignia schließen, ganz klar schließen. Letztendlich müssen das die Kunden bestätigen, aber ich glaube sicher, dass uns die Kunden hier recht geben werden. Erstmal haben wir uns wahnsinnig viel Zeit gemacht und sehr viel Mühe gegeben, den Wagen sehr sportlich aussehen zu lassen, ohne dass er weniger Innenraum hat. Und dann haben wir natürlich einen völlig neuen Technikbaukasten für das Auto geschaffen. Dieser Technikbaukasten wird dann im Übrigen auch von General Motors weltweit genutzt werden. Riesenvertrauensbeweis für das Team, das hat schon mal das Team unheimlich motiviert. Und dann haben wir uns wirklich wahnsinnig viel Mühe mit den Details gegeben. Innenraumqualität, die Technik, neue Technikfeatures eingeführt. Fahrwerksabstimmung uns ganz häufig nochmal gefahren, nochmal besser gemacht und sehr schöne Motoren, glauben wir auch, mit teilweise sehr niedrigem CO2-Wert. Also wir glauben, das ist ein Package, auf das man wirklich stolz sein kann. I'm very proud. I'm really proud. I've seen this car being developed now for the last 3 or so years, and I'm not bored of it. I'm not bored of it at all. I see it every day. You see something new and different every time you look at it, because it has this beautiful sculptural quality that reveals things new every time. Zum einen mal, Insignia kommt daher mit Weltklasse-Aerodynamik, die ja schon mal die Grundvoraussetzung ist, gute Verbräuche zu haben. Wir werden insgesamt 6 Motoren haben, von einem 1,6er-Motor bis zum 2,8-Liter Benziner, 3 2-Liter Dieselmotoren. Wir werden jetzt schon im Anlauf sehr gute Verbrauchswerte haben, also auch sehr gute CO2-Werte haben. Und wir arbeiten momentan daran, eine Eco-Version, eine Eco-Flex-Version von diesem Fahrzeug zu machen, die dann nächstes Jahr, ich sag mal im Februar, März zur Verfügung steht. Wir glauben, dass wir so sportlich und so schick, wie der Wagen aussieht und die Technik, bei der Technik, die er bietet, sicherlich im BMW, Audi und Mercedes-Segment auch mal ein bisschen wildern dürfen. Wir werden die auch angreifen. Und natürlich sind es die Fords, die Renaults, die Peugeots, gegen die wir auch antreten. Das sind ja mehr die etablierten Konkurrenten.